Moin moin und herzlich willkommen zurück zur wahrscheinlich letzten Aufnahme von James Bond. Liebesgrüße aus Moskau. Ja, ich habe ja beim letzten Mal schon angekündigt, dass wir nicht mehr allzu viel vor uns haben und dass ich nicht mehr alle Missionen schaffen werde. Aus dem ganz einfachen Grund, weil wir halt zu wenig Auszeichnung haben und ich es jetzt nicht einsehe, jetzt wahnsinnig viel Zeit zu investieren, um die Auszeichnung da alle freizuschalten. Was wir aber jetzt noch machen werden, was ich mir jetzt noch für den Rest des Spiels vorgenommen habe, sag ich mal, ist, dass wir uns zumindest noch eine letzte Auszeichnung holen, die wir nämlich für diese Bonusmission hier brauchen. Nämlich, da brauchen wir 25 Auszeichnungen, eine fehlt uns noch. Und dann möchte ich dieses Level gerne noch mit euch zusammen machen als Abschluss. Die letzten beiden, ja, die werden wir dann nicht hinkriegen. Das ist einmal der Platz und einmal die der Flughafen. Das ist dann leider so. Ich habe ja auch nie gesagt, dass das ein 100% Run werden soll. Das habe ich auch sonst nicht gemacht. Aber, weiß nicht, die eine, die reizt mich schon noch irgendwie, weil, wie gesagt, es fehlt nur noch eine Auszeichnung. Und ja, wahrscheinlich werden es jetzt nur noch ein oder zwei Folgen. Je nachdem, wie schnell ich es schaffe, noch eine Mission oder noch eine Auszeichnung freizuschalten. Deswegen gucken wir jetzt mal eben. Punkte. Wo haben wir denn die größte Aussicht auf Auszeichnung? Also Labyrinth haben wir letztes Mal schon probiert, das hat nicht so ganz geklappt. Wir könnten Istanbul machen. Wir könnten aber auch Station T. Ich will mal kurz was gucken. Was heißt, ich kann mir nicht genau die Auszeichnung angucken, oder? Nee, kann ich irgendwie nicht. Nee. Pläne. Gut, ich habe auch nicht überall die Pläne gefunden. Ja, machen wir mal, weiß nicht, Station T. Ich könnte ja mal die Mission Station T versuchen. Da fehlen mir auf jeden Fall noch drei Auszeichnungen. Oder was ist die erste? Machen wir mal Istanbul 1. Ich glaube, wir machen mal Istanbul 1. Versuchen wir das einfach mal. Ich habe keine Ahnung mehr, was das jetzt genau war. Wir werden es einfach mal angucken. Station T, Istanbul 1. Ach, das war Autofahren, ne? Das war das mit dem Haus. Oh Gott, Station T war natürlich... Ja, war auch heftig. Versuchen wir nochmal Istanbul 1. Auf Agent. Ach ja, ich glaube, eine Auszeichnung kriegt man ja auch, wenn man dieses 00-Agent macht, ne? Das kann natürlich auch sein. Gut, dann, ja, ich werde da jetzt ein bisschen drüber labern. Das ist ja alles nicht so wichtig. Ich kann es leider nicht wegdrücken. Nee, kann, oder? Kann ich das? Weiter? Nein, geht nicht. Hi. Ja. Darf ich um ein Streichholz bitten? Hab nur ein Feuerzeug. Das ist noch besser. Der hat eine komische Stimme. Willkommen in Istanbul, Mr. Bond. Ihre Limousine ist hier, Sir. Stimmt, das war eine Automission, meine ich. James, mein Freund, wie schön, Sie zu sehen. Kerim Bey, es ist lange her. Interessanter Wagen. Ein Sondermodell? Ihr Mann Q schickte ihn. Sagte, ich solle keinen der Knöpfe anfassen. Es war weise, seinen Rat zu befolgen. Ansonsten leben Sie nicht mehr lange. Kommen Sie, man wartet in der Station T auf uns. Ich fahre. Gut, genau, ich fahre. Also wir wollen einfach nur noch eine Auszeichnung hinkriegen. Ich will gleich mal gucken, für was. Kann ich das hier eigentlich nachgucken? Punkte? Gegner? Achso, das könnte ich machen. 35 Gegner besiegen. Oder den Bond-Moment finden. Dann machen wir das doch einfach, dass ich jetzt 35 Gegner besiege, okay? Ja. Gibt's einen besonderen Grund, dass wir beschattet werden? Oder ist das hier so üblich? Ach, das sind nur die Russen. Sie folgen uns, wir folgen ihnen. Eine Art gegenseitiges Einverständnis. Überaus freundlich. Ja. Aber nun wollen wir von Ihnen sprechen. Er meint, ich verschwende nur meine Zeit hier. Das meine ich auch. Die Chance, die Lektor zu bekommen, ist das Risiko wert. Ach, habe ich meine Spikes noch gar nicht? Ich dachte, ich hätte die. Guck gerade, doch, ich hab sie. Wie waren das noch? Ich krieg die Spikes gerade nicht aktiviert. Hm, na gut. Vielleicht wird mir das gleich nochmal gesagt. Also ich möchte auf jeden Fall die 35 Gegner holen, dann haben wir eine Auszeichnung. Und das war ja auch eine Mission, die, glaube ich, relativ simpel zu handeln war. Noch attackiert mich hier auch keiner, was irgendwie schade ist. Aber gut, wir gehen erstmal zu dem Treffpunkt. Und ich glaube, dass das dann auch erst losging mit dem Beschuss, ne? Bin mir nicht so ganz sicher. Wir gucken einfach mal. Ja, und wie gesagt, dann werde ich mir noch die Zeit nehmen, die Mission zu machen. Die Bonusmission. Scheinbar ist Ihr Waffenstillstand mit den Russen beendet. Aber ich habe keinen Angriff angeordnet. Wer dann? Das weiß ich nicht, aber die Russen werden es sicher uns in die Schuhe schieben. Wir verschwinden jetzt besser. Das ist so geil. Okay. Ah, jetzt habe ich das. Kann ich jetzt so die Spike? Ah, jetzt geht's. Okay, mit Dreieck. Das ist nämlich eine echt eine gute Waffe. Und ja, ich werde jetzt die Mission nicht beenden, bevor ich 35 Gegner habe.
Das heißt, wir haben automatisch die Auszeichnung. Und dann versuchen wir mal alles hinzukriegen. Hi! Komm her. Ich kann ruhig ein bisschen langsamer fahren, denke ich. Ich habe ja Zeit. Ich gucke mal ganz kurz, ob die zwei Gegner jetzt auch dazu gezählt worden sind. Ja, zwei. Okay, gut. Okay, das ist auf jeden Fall damit gemeint. Die Autos zerstören. Oh, da sind Autos. Ja. Wir müssen die Russen aufhalten. Dabei. Vielleicht können sie mit einem ihrer netten Spielzeuge ihre Werkstatt zerstören. Voraussetzung, sie zerstören den Wagen nicht. Bei einer Reparatur gibt es in der Stadt einen Mechaniker, der uns gerne hilft. Er schuldet mir mehr als einen Gefallen. Na, komm her. So, weg ist er. Sehr schön. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Mission machen ja schon Bock. Komm, wir wollen hier. Ah, ich muss natürlich aufpassen, dass meine eigene, Moment, ich drehe mal eben um. Dass ich dann, dass ich meine Werkstatt dann natürlich, finde. Die ist da vorne an der Ecke, glaube ich, ne? Das blaue ist, glaube ich, die Werkstatt. Oh, Entschuldigung, ich hätte ihn fast tot gefahren. Ne, das ist nicht die Werkstatt. Okay, hätte sein können. Da kommt jetzt hier nochmal ein Auto? Ich muss doch ein paar Leute... Aha, hi. Da sind sie. Komm. Sag mal, ich will doch nur den Arsch da hinten töten. So, erledigt ist er. Sehr schön. Ne? Das hat doch schon mal ganz gut geklappt. Übrigens habt ihr mir auch nochmal eure Meinung geschrieben. Oder einer hat seine Meinung zu den Koffern geäußert nochmal. Also, es ist tatsächlich... auch in seinen Augen wohl fast sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man diese beiden Koffer dann auch hinkriegen kann. Also, auf jeden Fall eine sehr knifflige Angelegenheit. Ich weiß es echt nicht, wie wir es noch machen sollen. Sollten wir noch ein bisschen Zeit übrig haben zum Schluss, dann können wir gerne nochmal uns an den Koffern probieren. Aber es ist echt schon schwierige Sache. Sehr gut, alles weg damit. Oh, der hat mich tatsächlich noch erwischt, das ist nicht schön. Da ist was, ja. So, mal ein bisschen aufpassen. Ich glaube, ich nehme mal wieder ihn hier. Sehr gut, weg ist das Ding. Aber 10 müsste ich doch mittlerweile schon haben, ne? Ich denke mal, bald haben wir ein Drittel fertig. Also, das ist kein gegnerisches Auto. Das ist ein gegnerisches Auto. Sehr gut. Wäre noch... Oh, Entschuldigung. Wäre da noch was gewesen auf der anderen Seite? Ich hätte ja auch mal links abbiegen können. Ah, da scheint aber Sackgasse zu... Ich guck trotzdem mal eben nach, ob da was ist. Hi. Ah! Hier ist keine Sackgasse. Jetzt ist Eile geboten. Der ist weg. Da kommt Krieg schon in die Luft. So. Ah, ich glaube, ich werde gleich mal... Ich muss es leider kaputt machen. Aber ich muss gleich mal zur Werkstatt einen Abstecher machen. Ich muss den da oben erstmal platt machen, der ist wichtig. Geh doch mal kaputt, sehr schön. Das haben wir hingekriegt. So, jetzt muss ich aber für mich aufpassen. Ey, der war gut. Ah, da oben steckt auch noch einer am Balkon. Alles klar. Also viele hier, ey. Verdammte Kacke.
Ja, das hat sich gerade erledigt. Ich will den da im Balkon noch eben erledigen. Der nervt. Ach komm! Kann er mal sterben? Kann ich sterben? Okay. Ich fahre jetzt mal zur Werkstatt. Kann ich mir das bei ihm angucken? Bringt sie zur Station T. Ja, das habe ich schon hingekriegt. Okay. Wie viele Leute habe ich denn mittlerweile gekillt? Gar nicht geguckt. 16. Wir haben ja noch nicht ganz die Hälfte. Ja, ich will unbedingt zur Werkstatt. Das versuchen wir jetzt mal hinzukriegen. Und dann können wir wieder weiterballern. Ja, schön Autos zerstören. Sehr. Ich glaube schon, dass der blaue Punkt jetzt die Werkstatt ist. Sehr gut. Komm, überhol mich mal. Ah. Sehr gut. Da ist die Werkstatt. Die hole ich mir eben. Genau. Hervorragend. Sehr schön. Ich weiß auch gar nicht, ob man die öfter benutzen kann. Wäre schön. Sicher bin ich mir da nicht. So, jetzt können wir wieder ein bisschen ballern. Und wenn wir dann die Mission geschafft haben. Die Auszeichnung geschafft haben, so. Dann werde ich dann auch die Aufgabe oder die Mission werden. Das hört sich alles so verwirrend an. So. Ja, komm her. Ja. Ach, das macht schon Spaß. Natürlich kennen wir das hier alles schon. Und es, tut mir auch leid, dass ihr es jetzt nochmal mit angucken müsst, aber es ist jetzt Vorbereitung auf die letzte Mission, die wir machen können. Ei. Ah, du Arsch, ey. Kann er mal verrecken da oben? Den kann man so nicht treffen. So. Ein bisschen hier rumheizen. Das muss schon irgendwie funktionieren. Das hat keinen Sinn. Okay. Gut, fahren wir wieder in die andere Richtung. Was ist denn hier los? Achso, ich glaube, das ist nicht die richtige Richtung. Ich muss ja. Ah, da. Ich muss ja schon. Das Auto macht es nicht mehr lange Richtung Werkstatt. Wir sollten es in die Werkstatt meines Neffen bringen. Ja, ja. Ja, mach mal. Hi! Du Sack. Bums. Au. Geh weg. Der schreibt auch so schön. Ja, ich darf noch mal wieder rein. Das ist gut. Machen wir doch gerne. Ja. Oh. Geil eingepackt. Oh, noch mal das Ganze. Zack. Wie viel haben wir denn jetzt? Ich muss mal gucken. 27. Ja, das sieht doch gut aus. Wir fahren da jetzt noch einmal komplett hin. Da ist ja auch die Mission eigentlich noch zu Ende zu führen, wie es aussieht. Au. Warum habe ich eigentlich keinen Rückspiegel? Das macht mich auch so ein bisschen wahnsinnig. Ach, ich habe auch meine Raketen wieder auffüllen lassen in der Werkstatt. Das sehe ich gerade. Geil. Dann den Abflatt. Und tschüss. Ja, du Penners. Der ist endlich mal weg. So, der ist auch weg. Ja. Ach, zählen die eigentlich mit? Warte mal, zählen die mit? Ach, die zählen mit? Ja, sehr geil, okay. Dann würde ich den hier gleich noch irgendwie platt machen. Ah, ich kann da hinten lang. Okay, das mache ich gleich. Aber erst. Ach,
Nee, zählen die Autos? Haben die gezählt? Nee, zählen nicht. Okay. Der zählt aber. Okay, der ist weg. So, jetzt könnte es aber nicht mehr allzu viel sein. So, komm, ein paar Autos noch. Ja, da. Oh, da. Ah, du bist wieder da? Kann man ja angehen. Die kommen anscheinend immer wieder. Also, ich meine jetzt nicht die Autos, ich meine die Typen in dem Balkon. Ah, haha. Ach, komm her, hier. Das gibt's doch nicht. Der war geil. Bumsti. So, der ist auch weg. Okay. Balkon, Balkon, Balkon. Sehr gut, der ist auch weg. Also langsam müssten wir es aber haben, ne? Okay, jetzt müsste aber langsam gleich die Auszeichnung kommen. Komm. Ich hab's doch gleich. Ah, ist einer. Der war gut. So. Echt jetzt mal? Oh. Wir haben die Auszeichnung eigentlich. Eigentlich haben wir die Auszeichnung. Oder hatten wir die... Warte mal, hatten wir die vorher schon? Nee, ne? Ich hoffe nicht. Wir gehen jetzt mal aus dem Level raus. Weil eigentlich haben wir die Auszeichnung erfüllt. Die Auszeichnung, nicht die Aufzeichnung. So, ich weiß gar nicht, was jetzt noch kommt. So. Aber wahrscheinlich müssen wir jetzt noch ein bisschen Verfolgungsjagd uns leisten hier. Es kommt gerade gar keiner mehr. Auch geil. Sehr schön. Aber ich meine, wir hatten das vorher nicht. Oh. Ach du Scheiße. Ach, war das doch in dieser Mission? Ach du meine Güte. Das mit dem Panzer war noch in dieser Mission? Irgendwas sagt mir, dass Sie es ernst meinen, James. Gibt's noch einen Weg zur Station? Nein, wir müssen an dem Panzer vorbei. Schaffen Sie das? Schwierig. Aber nicht unmöglich. Warten Sie hier. Naja, machen wir. So, bevor wir das mit dem Panzer machen. Ich gucke mich noch mal kurz hier um. Vielleicht ist hier sogar noch was, was hier rumliegt. Vielleicht können wir irgendwie noch Bond-Moment oder so machen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Weil Bond-Moment haben wir, glaube ich, hier noch nicht. Da kann ich nicht lang. Na gut, dann sollten wir schon hier lang. Ja, ja, da geht's weiter, ist schon klar. Vielleicht finde ich hier noch was. Ich war, glaube ich, auch am Anfang des Spiels noch nicht so aufmerksam und wusste ja auch nicht genau, was man eigentlich alles wo machen kann. Ich weiß auch gar nicht, ob wir den Helikopter schon hier einsetzen konnten. Ich glaube nicht. Den haben wir, weiß ich nicht. Haben wir den eigentlich mittlerweile? Ach, den habe ich hier noch gar nicht. Guck mal an. Auch interessant. Bitte? So, das haben wir. Alles einsammeln. Ich kurz gucken, ob hier irgendwas ist, was ich vielleicht vergessen haben könnte. Hui! Nein! Ja, man muss irgendwie in die andere Richtung lenken, das ist ein bisschen komisch. So. So. Hi, Panzer! Sehr unauffällig, ja. So, hier waren wir auf jeden Fall drin. Oh ja. Das passt schon. Kurz gucken, da kann ich aber nichts machen. Ich muss da schon hoch. Ja, okay. Gut, da habe ich auch keine große Wahl, jetzt hier einen anderen Weg einzuschlagen. Geht nicht, ne? Das... Ich hoffe einfach, dass ich gleich eine Auszeichnung kriege, weil die Mission fertig haben. So. Läuft. Okay. Dann ein bisschen Muni einsammeln, natürlich. Ich halte schon die ganze Zeit Ausschau, ob hier noch irgendwas ist, ne? Da! Ah, da war ich aber, glaube ich, schon, ja. Oh, oh, kann ich da rein? Leider nicht. Schade. Dann müssen wir wohl weiter. Ja,
Ja, ich hätte vielleicht erstmal schießen. Verliere gerade Energie. Boah, er macht das ganz gut, der James, ne? Ach, die Schrotflinte. Okay. Ja. Ja, die. Hi. Geh weg. So. Einsacken. Munition. Haben wir. Ja, komm, nehmen wir mal die. Nur 6 Schuss, aber immerhin. Ist da noch was um die Ecke gewesen? Nee. Ist sonst nichts, ne? Ich frag mich halt, was der Bond-Moment noch hätte sein können. Aber ja, hm. Oh, da ist Panzerung. Okay. Auch das ist erledigt. Ziehen diese Gegner denn nachher noch zur Mission mit? Tatsächlich. Oh, okay. Ja, dann ist natürlich das Problem. Da müsste ich jetzt eigentlich noch den Bond-Moment finden, ne? Puh. Was ist der Bond-Moment? Ist da oben was? Na. Scheiße, ne? Aua. Hi. Tja, nur da lang. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht alles umsonst hier mache. Ja, die wollen wir natürlich alle platt machen, ne? Ist ja klar. Ach, doch nicht mit der. Mit der musst du das machen. Okay, ich habe die platt gemacht. Vielleicht war das gar nicht gewollt. Darüber kann ich nicht. Hm. Ja gut. Ich habe gerade nur diesen einen linearen Weg hier. Das war der Bond-Moment, echt? Ja, dann haben wir ja zwei Missionen. Aber habe ich das denn nicht beim letzten Mal gemacht? Okay. Dann haben wir auf jeden Fall jetzt eine Auszeichnung geschafft, Leute. Es hat sich gelohnt. War hier nicht noch ein Koffer? Aber wenn, habe ich den, glaube ich, eingesammelt, ne? Ja, ich glaube, den habe ich gekriegt, den Koffer. Ja gut, ich glaube, wir haben es. Da ist doch was zum Ballern. Ja, da muss ich auch hin. Komm her. Komm her, mein kleiner Panzer. War der Panzer. Haha, sehr schön. Ausgezeichnet 007. Ein wenig übertrieben, aber gute Arbeit. Und jetzt auf zur Station T. So. Das heißt, wir müssten jetzt 25 Auszeichnungen haben. Ruinen freigeschaltet. Ich glaube, ist es das? Ja. Wir speichern das auf jeden Fall ab. Also, wie gesagt, wir werden die 100% nicht erreichen, ne? Das ist klar. Aber diese eine Mission, die will ich auf jeden Fall jetzt noch abschließen. Und mal gucken. Entweder, ja, ich denke, dass wir es in diesem Part noch schaffen. Das wäre jetzt schon sehr, sehr, sehr schnell. Also, vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht wären es auch noch zwei Parts. Wir müssen mal gucken. Auf jeden Fall nehmen wir uns jetzt die letzte Mission in diesem Let's Play vor. Und vielleicht knacken wir noch einen Koffer, wer weiß. Ich kann gleich nochmal versuchen, einen Koffer zu knacken. Einmal kann ich es gleich probieren. Da ist einfach viel Glück mit bei, denke ich. Ja, wir haben 25 Auszeichnungen. Jawohl! Sehr schön. Das heißt, wir können uns jetzt die Ruinen vornehmen. Auf Agent, ja. Natürlich könnte ich jetzt jedes Level noch mit 00 Agent machen und dann nochmal 25 Auszeichnungen holen. Aber nein, ehrlich gesagt möchte ich das nicht. Ich bitte das zu verstehen. So. Bitte um Verständnis. So, wir versuchen es jetzt einfach nochmal. Okay, das war schon doof. Einmal zurück.
So, ein richtiger Versuch wäre schön. Ach komm, ich brauchte den gar nicht. Ich drücke einfach immer drauf los und denke, ja komm, kann ja klappen. Nochmal. Ach. Ja, war schon doof. Ich darf mir da, glaube ich, keinen einzigen Stützer erlauben. So, jetzt komm. Ah, habe ich schon wieder. Okay, habe ich schon wieder verpasst. Ich muss erstmal richtig drin sein. Am besten einen Überblick verschaffen und dann klappt das. Das war schon wieder. Ah, der war richtig. Verdammt. Ich weiß, das ist gerade ein bisschen anstrengend anzugucken, aber ich möchte. Einmal möchte ich jetzt einen richtigen Versuch hinkriegen. So, das könnte jetzt klappen. Schauen wir einfach mal. Es kommen gerade eigentlich wieder zu wenig Symbole hier. Nee, das wird nichts mit 4 Stück. Mann, komm, mach doch. Es kommt kein X, ne? Es kommt einfach kein X. Okay, das lief gut, aber jetzt ist schon wieder Schulz. Nee, das. Also einmal probiere ich es gleich noch. Ich habe noch keinen Fehler. Tatsächlich. Ah. Nee, das wird nix. Na, immerhin kommen wir zur 4. Stufe. Wir kommen nicht mal zur 4. Stufe. Gemein. Wir kamen nicht mal zur 4. Stufe. So. Ja. Ah. Er hat doch gezählt. Okay. Hä? Das fand ich jetzt gerade irgendwie interessant, weil eigentlich habe ich gar nicht das Richtige gedrückt. Das hat trotzdem funktioniert. Egal. So. Oh, das sieht eigentlich ganz gut aus. Oh. Das war fast alle Symbole auf Anhieb. Jetzt, das letzte dauert gerade wieder ein bisschen. Okay. Der Versuch ist bis jetzt echt nicht schlecht. Aber mal gucken, was noch kommt. Ja, das sieht ganz gut aus. Komm, ein Dreieck schnell. Und jetzt die letzten, die letzten. Ja, ja. Komm, noch zwei. Noch zwei. Komm, bitte. Das L. Ja. Oh, geil, wir haben es geschafft. Ja, geil. Dann komm, dann jetzt, wo es gerade so gut läuft, versuchen wir den 12er auch noch. Das war jetzt ja aber geil. So. Ich glaube jetzt nicht, dass wir so ein Glück haben, dass wir den auch noch hinkriegen. Also, es ist machbar, wie ihr seht, aber es ist mit wirklich viel Glück verbunden. Das muss man schon sagen. Gott, oh Gott, oh Gott, ist das viel Gedöns hier. Kreis, ich brauche noch Quadrate. Das wird schon wieder nichts. Die Zeit läuft auch. Die Zeit läuft gerade so wahnsinnig schnell da unten. Naja, wenigstens haben wir noch einen geschafft, ne? Also. Ich glaube, das. Ah, okay. Ich mache noch einen Versuch und dann machen wir auch weiter. Puh. Ja, das Problem ist ja auch, wenn ich die Mission jetzt auf Anhieb nicht schaffe, ne? Dann bringt mir das Ganze. Ja, das hat gerade nichts funktioniert. Ja, okay, ja, komm. Lassen wir es. Ich werde jetzt die Mission ja nicht beim ersten Mal schaffen. Oh, was haben wir denn alles? Oh, wir haben viele, viele Sachen. Eieiei. Haben wir auch Spezialmunition? Ne, haben wir nicht. Okay, dann nehmen wir erstmal die Knarre. Mal gucken, was passiert. So, gucken wir uns erstmal die Mission an. Hi. Oh Gott. Das war ganz schön scheiße. Puh. Noch nimmst du nicht die Muni mit? Danke. Ah. So, wo ist er denn? Der Hühnerschrecke. Okay, den habe ich gar nicht gewollt. Den wollte ich töten, genau. Aber jetzt habe ich auch gerade Maschinengewehr. Okay, immerhin. Nee, geh doch weg! Sag mal! Die
Giftwaffe. Die ist ja eigentlich ganz geil hier, ne? Ich glaube, dass die Giftwaffe hier sehr gut ist. Die ist doch eigentlich nicht schlecht. Hi. Ich gehe da mal hier rein, ne? Ach so, da komme ich gar nicht hin. Habe ich Granaten? Schallmanschetten, aber keine Granaten, ne? Ich habe noch ein Koffergeschütz. Oh, 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 oh. Kann ich wissen, oder? Den wollte ich gar nicht. Ich wollte den da oben. Ah, oh, der ist hinüber. Das Problem ist, dass ich halt gleich tot bin, ne? Ich weiß doch gar nicht, was ich genau hier machen soll. Ich hätte mal am Anfang die Missionsziele mit durchlesen sollen. Das wäre die Idee gewesen. Das wäre die Idee gewesen. Da hinten ist Panzerung. Ich versuche da mal hinzukommen. Wenn ich die noch einsammeln kann, wäre super. Ja, hat geklappt. Aber nur leicht. Leichte Panzerung. Gott, Gott. Also zumindest ist dieser erste Raum scheinbar geschafft. Ich sammle nochmal die Sachen ein, die jetzt hier so rumliegen. Da ist nirgends was. Dann muss ich wohl tatsächlich in den nächsten Raum, ne? Aber ich habe natürlich jetzt kaum noch Energie. Das lohnt sich jetzt schon fast gar nicht mehr. Aber gut, wir versuchen es einfach. Ne? Ich glaube, da lag gerade noch eine Panzerung. Was ist das? Komme ich da hoch? Ah, da komme ich hoch. Sehr gut. Präzisionsgewehrmunition. Oh Gott, wenn die Dicken kommen, dann habe ich ein Problem. Oh, das nehmen wir mit. Auch wieder eine leichte Körperpanzerung. Okay, da geht's zur nächsten Etage, wie es aussieht. War denn hier auch noch eine kleine Nische mit Panzerung, die ich nicht gesehen habe vielleicht? Kann ich hier drauf? Ja. Da ist was. Schallmanschetten? Ja. Ja, die können natürlich gut sein, ja. Aber ich bin mir nicht... Achso, die Granate, die wäre für den da oben da wichtig gewesen, ja. Gut, ich guck mal eben ganz kurz, was wir hier noch so haben. Schrot. Ja. Bin mir nicht so ganz sicher, was jetzt kommt. Also den ersten Raum haben wir gemeistert.